Hi Leute, ich begrüße euch zum Review vom Tetra MyFeeder, wie angedroht. Wenn euch das interessiert, ob alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe und wie es von Tetra versprochen wurde, erfahrt ihr gleich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Bleibt dran! Ja, Leute, der Tetra MyFeeder ist ein relativ kompaktes Gerät. Auf Anhieb hat mehrere Möglichkeiten zur Installation, wie ich euch auch schon bei der Vorstellung gezeigt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gerät tut das, was es tun soll. Es füttert unsere Fische und zwar so, wie es eingestellt ist und das mit konstant gleichbleibender Menge, wenn sie dann einmal korrekt ermittelt wurde. Das muss ich gleich dazu sagen. Das heißt, wenn ich Flockenfutter verfüttere, muss ich natürlich hier meinen Schieber anders einstellen, als wenn ich jetzt wie aktuell hier Pellets verfüttere. Die muss ich dementsprechend, muss ich dazu sagen, mache ich den Schieber ein bisschen zu weit auf, kommt direkt verdammt viel raus. Aber aktuell kann ich jetzt hier mal auf den Tisch packen. Meine Frau ist nicht da, die sieht das nicht. Lasse ich dann einmal drauf fallen. So, das ist die aktuell eingestellte Menge hier. Das ist eigentlich schon relativ viel. Und es ist aber nicht genug in meinen Augen in dem Moment für meine Fische. Also habe ich ja auch die Möglichkeit gehabt, hier dementsprechend die Anzahl der Umdrehungen einzustellen. 1 bis 3 Umdrehungen kann das Ding machen. Und somit kriege ich dann auch die Futtermenge, die ich genau brauche, in das ins Becken rein. Zusätzlich hatte mir jemand ja noch den Tipp gegeben mit einem Futterring. Muss ich pauschal sagen, er hatte recht, und zwar fürs Flockenfutter. Zeige ich euch jetzt gleich nochmal eine Aufnahme zu. Beim Pelletfutter, was ich hier momentan habe, ist es so, dass es nicht so gut schwimmt, sondern auch direkt untergeht. Das heißt also, da bräuchte ich jetzt keinen Futterring für. Aber fürs Flockenfutter, dass es nicht direkt über die ganze Oberfläche geht, kann man einen Futterring nehmen. Ich habe in meinem Fall, wie ihr es oben auch im Video sehen könnt, was selbst gebastelt, was man hier mit dazwischen stecken kann. Ist aus einer einfachen PET-Flasche und somit auch recht kostengünstig. Ja, alles in allem, wie gesagt, es gibt nichts zu meckern über das Gerät. Es tut das, was es soll. Das Einzige, was man vielleicht, aber auch nur unter Vorbehalt, bemängeln könnte, aber ist nun mal so, dass die Futtertrommel recht groß ist und dass die Übersetzung hier drin dann dementsprechend sein muss. Das Gerät ist ein bisschen laut, aber ja, man kann auch päpstlicher sein wie der Papst. Ja, also wenn ich den jetzt noch mal laufen lasse hier. Ja. Das hört man dann schon. Aber wie gesagt, man kann auch päpstlicher sein wie der Papst. Ja, Thema Gewinnspiel kommen wir jetzt gleich zu. Eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen, deshalb machen wir diesen kleinen Zwischenschnitt hier. Und zwar hatte ich ja gesagt, einmal haben wir hier unten ja die entsprechende Verstellung. Wir können also den Feeder hier auf dem Becken dementsprechend vernünftig verstellen. Zeige ich euch aber auch noch mal kurz eine Einblendung oben. Die Füßchen bzw. kleinen Saugnäpfchen hier habe ich bei mir nicht gebraucht, sind aber, ich sage es mal, wenn man den dementsprechend postiert, steht das Ganze vernünftig. Und was im Endeffekt auch noch sehr wichtig ist für uns und hatte ich eben nicht ganz dran gedacht, ist, das Futter hier drin wird auch sauber verschlossen. Und es ist trocken und es bleibt trocken. Also es kommt keine Feuchtigkeit hier rein. Durch die entsprechenden eingebauten Lamellen bzw. auch Membran liegt das Ganze direkt so an, dass das schön abgeschlossen von der Feuchtigkeit ist. Unser Futter bleibt so, wie es ist, wie es sein soll, damit es auch vernünftig verfüttert werden kann. So, weiter im Programm.
Ja, Leute, das Gewinnspiel läuft ab wie folgt oder soll ablaufen wie folgt. Ich hatte ja gesagt, ich hau das Gerät hier raus für euch. Das kann ich leider nicht ganz einhalten, weil nämlich dieses Gerät bleibt bei mir. Finde ich selber gut. Aber ich habe für euch nochmal nachgefragt bei der Firma Tetra und die haben mir ein flammneues Gerät, original verpackt, zugeschickt, inklusive einem Satz Futter. Hier in dem Fall ist es Süßwasser, ist aber nicht weiter schlimm. Vielleicht habt ihr jemanden in der Familie oder im näheren Bereich, der das Ganze gebrauchen kann. Ja, ablaufen soll das Ganze wie folgt. Zum Ersten, bitte diesen Kanal hier abonnieren. Zum Zweiten, dieses Video und das Produktvideo, was ich euch jetzt oben nochmal einblende, bitte komplett durchschauen, beide und beide liken. Zum Dritten, unter diesem Video hier bitte hingehen und wie folgt bitte kommentieren. Einmal als allererstes grundsätzlich Hashtag MyFeeder, so wie ich es euch da oben einblende. Das ist wichtig. Das ist das Kriterium dafür, dass es anschließend beim Comment Picker ich auch die Leute dementsprechend rauspicken kann, die dieses Gerät haben wollen. Und darunter schreibt ihr bitte, warum ihr dieses Gerät haben wollt. So, das ist der Part, den ihr zu tun habt. Bitte, wenn ihr dieses Gerät haben wollt. Ablaufen wird das Ganze eine Woche lang und ihr habt eine Woche lang Zeit zu kommentieren und zwar bis nächste Woche Samstag, 19 Uhr. Genau zu diesem Zeitpunkt gehe ich hin, schließe die Kommentare und um 20 Uhr, eine Stunde später, beginnt der Livestream zur Verlosung bzw. zur Ziehung des entsprechenden Gewinners. So, ihr habt jetzt dementsprechend unter dem Text bzw. unter diesem Video hier dann kommentiert. Und derjenige, der gewinnt, wird von mir in diesem Kommentar nochmal angeschrieben. Und zwar mit meiner E-Mail-Adresse. Er hat dann dementsprechend Kontakt mit mir über diese E-Mail aufzunehmen und den Nachweis zu erbringen, dass er dieser registrierte YouTube-User ist, der auch A gewonnen hat und B, den ich angeschrieben habe. Und dann tauschen wir die entsprechenden Daten aus und er kriegt von mir dieses Gerät und das Futter zugeschickt. Das ist der Plan. Hat beim letzten Mal relativ gut funktioniert. Ja, beim letzten Mal war es eher so, wir brauchten keine Adressen austauschen. Der Kollege, der die Nachfüllanlage gewonnen hat, kam direkt hier aus der Nähe. War auch 2 Tage vorher noch bei mir, aber andere Story. Gut, so schaut's aus und so kommt ihr dann auch zu diesem Gerät. Was dann jetzt dementsprechend noch fehlt, sind die Teilnahmebedingungen und die findet ihr unten. In der Infobox. Schaut es euch bitte an, haltet euch da dran, dann geht auch alles seinen geregelten Weg, so wie beim letzten Mal. Ja, das war das Review zum Tetra MyFeeder und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang ein kleines bisschen skeptisch, hat aber einen guten und soliden Eindruck gemacht und ganz ehrlich, ich finde das Gerät gut, deshalb ich behalte es ja auch selber im Einsatz und ihr werdet es bei meinen weiteren Videos auch ständig irgendwo in der Ecke stehen sehen. Und somit sind wir am Ende dieses Reviews angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der Live-Ziehung des Gewinners. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, lasst doch bitte den Daumen oben da. Schreibt mir was in die Kommentare und wenn ihr den MyFeeder haben wollt, dementsprechend die Teilnahmebedingungen beachten, damit ihr auch an der Ausspielung teilnehmen könnt. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur Live-Ausspielung, euer Weiber.